Ich sag's dir, Alte, hier stimmt was nicht. Hast du den Dämon noch mal gesehen? Nein, ich habe es nicht mehr gesehen, seit wir es vor ein paar Tagen zerstört haben. Heute früh habe ich jeden Zentimeter des Gebäudes mit der Super Gear Boy abgesucht und nichts gefunden. Seit Wochen sind hier keine Geister mehr zu sehen. Irgendwie ist das komisch, aber wer sagt, dass es schlecht ist? Vielleicht können sie jetzt endlich in Frieden ruhen. Ich weiß auch nicht, Kumpel. Ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei. Es ist, als würde irgendwas unter meine Haut kriechen und sich in meinen Kopf bemerkbar machen. So wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich kann es fühlen. Hä? Was? Déjà-vu. So fühlt es sich auch schon seit längerem an. Als wäre alles vernebelt, aber ich weiß, dass irgendetwas im Nebel lauert. Ja, ganz genau. Was auch immer es ist, es kommt von den Apartments. Also wollen wir das untersuchen? Klar. Sollen wir Tod holen? Er hat noch Unterricht. Ja, richtig. Ich hatte auf ein neues Gadget gehofft oder sowas. Er arbeitet gerade an was, aber ich glaube, es ist noch nicht fertig. Die Gitarrenmodifikationen sind endlich fertig, aber Todd hat mir bis jetzt nicht gezeigt, wie man sie benutzt. Fürs Erste lassen wir sie besser in Ruhe. Hoffentlich funktioniert es besser als das Boxdings da, das er letztes Jahr gemacht hat. Yeah, ich bevorzuge es nämlich, wenn meine Gitarre im Ganzen bleibt. So, alles gepackt? Fast. Den Rest holen wir am Wochenende. Es ist toll, endlich aus diesem Keller rauszukommen. Cool. Todd hat gesagt, dass wir den Van benutzen dürfen. Spitze. Ja. Okay. Endlich kann ich mich bewegen. Knockville Holmes. Neverrook, okay. Kann man nicht drauf gehen? God sees all. Ah, da sind sie. Sieht so aus, als hättest du mit dem Sturm recht gehabt. Okay, es geht los. Direkt hinter dir. Mr. Edison hat das Zeug schon so lange herumliegen. Vermutlich weiß er nicht einmal mehr, was in den Kisten ist. Wahrscheinlich. Zeug aus den Zeiten, als seine Familie noch am Leben war. Teilweise. Der Rest besteht aus alten Klamotten, alten Teeservicen, Küchenbüchern, alter Müll halt. Larry. Was? Du hast Terrences Sachen durchsucht? Nun ja, Alter. Warum auch nicht? Der Typ verlässt sich doch niemals seine Wohnung. Außerdem wollte ich sicher gehen, dass er nicht zum Kult gehört oder Leichen versteckt oder sowas ähnliches. Aber es ist nur langweiliges altes Zeug. Okay, geht in Ordnung, denke ich mal. Okay, ich kann hier aber nichts machen. Einen schönen guten Morgen, meine Herren. Wie geht es euch an einem so herrlichen Tag? Uns geht es gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es herrlich. Neuerdings ist es im Haus ganz friedlich. Auch wenn wir unseren geliebten Sal Fischer vermissen. Ich werde es kaum ertragen, dass Larry weggeht. Ich werde es auch vermissen. Ich werde es auch vermissen. Außerdem sind wir nicht weit weg, nur am Ende der Straße. Schon verstanden. Unsere Jungs sind erwachsen geworden und müssen den nächsten Schritt in ihrem Leben wagen. Ich freue mich so für euch beide. Ich wünsche euch nur das Beste. Ihr habt es wirklich verdient. Danke. Danke, Terence. Joa. Rosenbergs Wohnung. Warum genau ist Miss Rosenbergs Zeug nochmal hier drin? Addison glaubt immer noch, dass sie in Urlaub ist und kommen wird.
Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Achso, ja, der hat ja nur die beiden. Der hat ja seine ganzen Sachen nicht mehr. Ich bin immer noch nicht sicher, was mit ihr passiert ist. Du hast gesagt, sie ist verschwunden, oder? Nicht ganz. Bevor sie verschwunden ist, erschien ihr Geist. Ich glaube nicht, dass sie wirklich menschlich war. Stimmt, hast du mir schon mal erzählt. Und sie war Teil des Kults, bevor sie sie aufgegeben hat. Oder es zumindest versucht hat. Was bedeuten würde, dass sie wirklich alt war. Ich glaube, dass sie eine Hexe war. Gut möglich. Allerdings, wenn sie wirklich Kraft besitzt, weshalb sollte Rosenberg dann in diesem kleinen Apartment herumgeistern? Vielleicht war sie schon zu alt oder sie hat einfach aufgegeben. Wenn ich Zauberkraft hätte, würde ich nie aufgeben. Ich würde sie bis zum Letzten auskosten. Ich zweifle nicht daran. Was ist das? Es ist ein Zahn. Eklig, Alter. Du greifst das mit bloßen Händen an? Ich werde ihn sicher nicht hier lassen. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Wofür könnten wir bitte einen Zahn von jemandem gebrauchen? Hi, ich bin Sally Face und das ist mein Freund Larry. Wir gehen paranormalen und okkulten Geschehnissen in Nockfeld nach. Dort, wo alles Verrückte passieren kann und wird. Guter Einwurf. Ja, was willst du, Sal? Verdammt, warum ist er hier? Hallo, Mrs. Gibson. Wir waren. Tja, das war's dann wohl. Diese Dame kann ziemlich nachtragend sein. Okay, gehen wir jetzt hier einfach mal so alle Stockwerke ab, oder? Wer ist das? Die Mutter oder was? Die sieht irgendwie leicht bekifft aus. Sally Face und Larry Bear. Was für eine reizende Überraschung. Hi, Janis. Hey, was bringt euch beide hierher? Geistersuche. Unser Todd und ihr zwei gleicht wie ein Ei das andere, nicht? Boah, das reimt sich sogar. Hä? Hast du in letzter Zeit irgendwas Merkwürdiges gesehen? Die ganze Zeit, Sally. Das Leben ist seltsam und schön zugleich, findest du nicht? Ganz bestimmt. Ist ja lustig, dass sie immer bei den ganzen Leuten einfach so reinspazieren können. Sind die zwei gerade gemeinsam ins Badezimmer gegangen? Greg? Bist du da? Hallo? Der Super-Cheer-Boy zeigt auch nichts an. Ups, was war das? Noch ein Zahn? Ja, vielleicht ein Hinweis oder sowas. Du Scheiße. Okay. Hey Leute, kann ich noch was für dich tun, Larry? Nein, passt schon, Ray, danke. Hey, Mr. Morrison. Sal, hast du schon den Garten gesehen? Wie findest du ihn? Es ist super. Nicht wahr? Ein wahres Meisterwerk der Kunst. Wie seid ihr überhaupt an all das Zeug gekommen? Nun, wenn ich es dir erzählen würde, müsste ich dich nachher umlegen. Ha! Hey, im Ernst jetzt, legal ist es nicht. Mir wäre es lieber, wenn das unser kleines Geheimnis bleiben würde. Es sind doch keine Hanfpflanzen, die sehen doch anders aus, oder? Gerne versorgen wir euch mit der Sache. Macht dir keine Sorgen, das Geheimnis ist bei uns in guten Händen. Ich dachte nicht, aber sicher kann man sich da nie sein. Ich weiß, Todd ist nicht gerade begeistert, dass wir sein früheres Zimmer in einen Garten verwandelt haben, aber er weiß auch, wie glücklich wir jetzt sind. Er weiß auch, dass nichts das Todd-förmige Loch in unseren Herzen füllen kann. Oh, er hat Glück, so liebevolle Eltern zu haben. Und so tolle Freunde. Ich bin ja so verdammt stolz auf euch Jungs. Verdammt stolz. Okay. Ist ja schon ganz lustig, mal zu sehen, was aus den ganzen Wohnungen geworden ist. Alter, es stinkt hier immer noch drin. Ja, das tut es.
Das war das, wo das Bild hing. Irgendwas am Gierboy zu erkennen? Nein, sogar dein kleiner Ziegenfreund versteckt sich. Ich kann das einfach nicht. Okay. Tja. Scheint auch nichts drin gewesen zu sein. Ich frage mich, was mit Mr. Packersons passiert ist. Wenigstens wurde er nicht zu Fleischwurst verarbeitet. Ja, hoffentlich nicht. Oh, hier ist ein Loch im Teppich. Ich kann den Teppich aber selbst nicht entfernen. Okay. Und nun? Kann er mir vielleicht mal dabei helfen oder so? Oder warte mal, was hat er denn? Der hat nur Zähne. Oh, Moment, auf den Zähnen steht was drauf. Okay. Ein Loch im Teppich, okay. Ich hätte mir denken können, dass diese Typen keine echten Polizisten waren. Ich hatte gleich schon so ein komisches Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die zwei das nachts über leergeräumt haben. Aber es waren sicherlich die gleichen Typen, die da waren, als Miss Sanderson gestorben ist. Ich habe sie heute Morgen weggehen sehen. Ich habe sie auch gesehen, weißt du noch? Stimmt. Vielleicht sind sie deshalb nachts gekommen. Sie wissen, dass wir sie sonst wiedererkannt hätten. Todd hat immer noch nicht ihre wahre Identität feststellen können, oder? Nein, aber ich könnte schwören, dass ich einen von ihnen vor ein paar Tagen in der Kirche gesehen habe. Ich habe die letzten Tage mal drauf geachtet. Die treffen sich dort ziemlich häufig. Das ist aber ganz normal bei einer Kirche. Regelmäßige Treffen und so. Ist vielleicht nichts, vielleicht aber etwas. Die Kirche fand ich immer schon unheimlich. Als ich noch jünger war, sind wir ein paar Mal nach Chapel Hill auf Urlaub gefahren. Ich habe mit Todd darüber gesprochen. Ein paar versteckte Kameras und Tonband auf... Namegeräte dort zu platzieren. Nur um sicher zu gehen. Cool. Endlich wieder A plus R. A plus R? Aufbrechen und reinschleichen. Na komm schon, Alter. Ach so. Heißt das jetzt, wir sollten jetzt zur Kirche gehen, oder? Da war kein Zimmer mehr, ne? Nee. So, das war auch das Letzte. Da ist was. Ein Taschenmesser. Bingo. Cool, das könnte noch nützlich sein. Ah, perfekt. Dann müssen wir nochmal zurück zu der einen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Da war das, ne? Im ersten Schlafzimmer, meine ich. Och nee. Eine Zahlenkombination. Ja. Ein Bad war auf jeden Fall nichts. Ich weiß jetzt nicht. Hier war aber, glaube ich, auch nichts, oder? Das ist ein Blut. Ja, ich schätze, da müssen wir uns um die Zahlenkombination wohl später kümmern. Hast du es in den Nachrichten gehört? Charlie soll freigelassen werden. Ja, aber das ist nicht der echte Charlie. Wo glaubst du, dass er jetzt ist? Der echte Charlie natürlich. Die vom Kult haben ihn entweder geschnappt oder umgebracht. Vielleicht ist er auch in der Fleischwurst gelandet. Uah. So wenig wie ich ihn mochte, niemand verdient es, als Fleischwurst zu enden.
Charlie war ein bisschen seltsam, aber er war in Ordnung. Ich habe fast begonnen, ihn zu mögen, bevor wir dachten, dass er ein Mörder ist. Alter, ich habe ihn ganz schön in etwas reingeritten. Es war nicht unsere Schuld. Wir konnten es ja nicht wissen. Außerdem hast du mit deinen Augen gesehen, wie er sie umgebracht hat. Ich habe immer noch Albträume davon. Scheint zumindest soweit nichts zu sein. Ja, das mit der Kombination, das stört mich ein bisschen. Hey Sel, hey Larry, was macht denn ihr beide so? Hey David, wir sehen nach, ob alles in Ordnung ist. Wie geht's? Ist voll nett von euch, Jungs. Entschuldigung, kann nicht lange reden. Sarah geht's nicht so gut, verstehst du? Also muss ich mich um sie kümmern. Das tut mir leid. Hoffentlich geht's ja bald besser. Hol uns einfach, wenn du irgendwas brauchst. Danke euch beiden. Okay. Jo, was geht, Leute? Jo. Hey CG, schmeißt du heute Nacht eine Party oder sowas? Nö, aber Zed und Sierra kommen später nochmal vorbei. Wird ganz wie in alten Zeiten. Ihr zwei solltet auch kommen. Klingt gut, wir werden daran denken. Cool. Okay. Macht's gut, Leute. Joa, das war dann wohl eine Finte. Hey, Leute. Hi, Sal. Hey, Larry. Sally Fetz. Sally Fetz, das. Hey Leute, jo, ihr heckt doch nicht wieder was aus, stimmt's? Schön, dass sich manche Dinge nicht ändern. Oh, arbeitet ihr wieder an einem dieser geheimen Fälle? Sie wären doch nicht mehr geheim, wenn wir dir was verraten würden, oder? Vermutlich nicht. Wie geht es euch beiden? Geht gut, auf und ab halt, meistens aufwärts. Yeah, wie geht's dir, Cell? Hast du hier schon länger nicht mehr blicken lassen? Ganz okay, ich war sehr mit der Schule beschäftigt und sowas halt. Also, Chuck, deine Eltern sind ausgezogen, oder? Vor ein paar Monaten. Es war viel zu eng mit uns allen hier. Und sie wollten uns ein bisschen Privatsphäre gönnen. Wirklich nett. Es war wirklich nett von ihnen, euch das Apartment zu überlassen. Fast hätte ich's vergessen. Ich wollte doch meine Eltern heute Abend besuchen. Kannst du aufs Sofa aufpassen, während ich weg bin, Schatz? Klar. Habt ihr etwas Ungewöhnliches bemerkt? Nein, war alles ruhig und geisterlos. Kein gruseliges Zeug. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Okay. Ist das denn? Hey da, Soja. Soda. Wie geht's meiner Kleinen denn? Hehe. Soll Onkel Cell dich Huckepack tragen? Oh, Cell. Sie hat gerade einen Ausschlag. Vielleicht möchtest du sie lieber doch nicht tragen. Danke für die Vorwarnung. Mami? Ja, Süße? Onkel Cell soll mich Huckepack tragen. Heute nicht, Kleine. Weißt du noch, was ich heute Morgen gesagt habe? Oh. Okay. Also keine Sorge, kleine So. Aber wenn du brav die Medizin nimmst, die dir der Onkel Doktor heute Morgen verschrieben hat, fliegst du 0, nichts wieder durch die Gegend. Hehe, versprochen? Ich verspreche es. Darauf kannst du wetten. Hehe. Okay. Diese Eule, die habe ich früher auch mal gehabt, wo ich klein war. Sind hier im grünen Lichtmilieu. Wir sollten einen Zahn zulegen. Alter, nein. Okay. Aber das waren, ja, das waren Buchstaben, das war keine Zahlenkombination. Schade. Obwohl, man weiß ja nie. Das sind 5 Zehner. Was ist denn eh eingraviert? Was verbrannt? Ein S eingraviert.
Doch, da sind sie noch. Hey Papa, hey Lisa. Hey, ach so. Hey Leute. Hi Leute. Yo. Hey, wann waren wir das letzte Mal so als Familie zusammen? Vor ein paar Wochen oder so. Hehe, Sel. Ihr müsst zum Abendessen bleiben. Na, was sagt ihr? Lisa wird mir endlich die geheime Zutat für ihre Lasagne verraten. Deine Lasagne ist die beste, Lisa. Jetzt kriege ich gerade Hunger auf Lasagne. Das ist unfair. Oh, das ist so lieb von dir, Schatz. Ich sag sicher nicht nein zu einer gratis Mahlzeit. Eigentlich habe ich heute schon was vor, aber vielleicht schaffe ich es trotzdem. Okay, Larry, wird dir über ICQ sagen, wann das Essen fertig ist. Oder was auch immer ihr Kinder gerade dafür verwendet. Es heißt Texten, Papa. Ja, richtig, das. Klingt gut. Da ist doch so ein Seifenspender, den kann ich nicht nehmen. Okay. Papas Büro. Ja, ich habe leider immer noch nicht die Kombination rausgefunden. Ich schätze, das habe ich dann wohl verbockt. Das hätte ich wahrscheinlich dann vorher machen müssen. Robert. Ach ja, der hat, glaube ich, nie aufgemacht, ne? Hey, hey, das sind ja meine Geisterjäger. Hey, Kumpel. Hi, Rob. War die Jagd erfolgreich? Es ist wie ausgestorben hier. Die Geister haben sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir gehen dem nach. Verstehe. Habt ihr in letzter Zeit etwas Seltsames bemerkt? Irgendetwas? Nun, ich habe da diesen seltsamen Furunkel an meiner linken Arschbacke. Wenn ihr ihn euch ansehen wollt... Okay, ich glaube nicht, dass wir dafür die Richtigen sind. Ha, kleiner Spaß. Mein Hintern ist so glatt wie ein Aal. Hey, Ak... Nee, Aal oder sowas. Ha, Larry, du Witzbold. Okay. Oh, Entschuldigung, wir haben gar nicht bemerkt, dass hier wer drin ist. Mr. Sanderson? Hi, Larry. Ich habe mich gerade von Sandy verabschiedet. Verabschiedet? Ich werde Knockfell noch heute Nacht verlassen. Ich muss einfach weg von hier. Ist schon in Ordnung, Alter. Du hast einiges durchgemacht. Habt ihr, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber hat einer von euch vielleicht meine Frau gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr an Geister glaubt. Ich wollte einfach nur ein letztes Mal mit ihr sprechen. Wir haben mit ihr gesprochen. Oh je, das hatte ich befürchtet. Wie geht es meinen Engel denn? Ich habe sie einfach nicht kontaktieren können. Sie vermisst dich sehr. Sie ist ganz einsam. Leider haben wir sie schon länger nicht mehr gesehen. Meine arme Sandy. Sie hat das nicht verdient. Was hast du befürchtet? Was? Du hast gesagt, das hatte ich befürchtet. Was genau? Ach, vergiss es einfach. Ich bin nur durcheinander, das ist alles. Würdet ihr zwei mir den Gefallen tun und mich einen Augenblick alleine lassen? Klar, Mr. Sanderson, kein Problem. Sag einfach, was du brauchst, wenn du was brauchst. Danke, Larry.